are you? Okay. Beweg dich nicht. Bleib, wo du bist. Ein kleines Kind. Die hat doch sonst eine Hose. Leg das Messer hin. Warum machst du das nicht auch? Na, Entwarnung, ist nicht Daryl. Schade. Wir tun dir nicht weh. Wir haben den Jungen. Er ist in Sicherheit. Ich bring dich zu ihm. Leg einfach das Messer hin. Wie soll ich wissen, ob ich dir trauen kann? Wir wollen uns mal nicht so leicht ergeben hier. Vertrau mir. Dann tu ich's. Oh Gott, wie sieht dein Arm kleiner aus? Na los, leg hin. Jetzt zieh nicht mehr mit diesem Ding auf mich. Sieht so ein bisschen aus wie Kiefer Sutherland in The Lost Boys. Siehst du? Wir tun dir nicht weh. Ah, verstehe. Ist Tadel. Ich bin Marlon. Der Kleine ist Tennessee. Tennis. Kurz Ten. Er hat sich um dich gekümmert. Dankeschön. Ja, er sagt nicht viel. Clementine. Tut mir leid wegen der Tür und den Fesseln und so. Du warst in einem schlechten Zustand, als wir dich fanden. Wir mussten vorsichtig sein. Nur für alle Fälle. Also ich versuche erstmal so diplomatisch wie möglich erstmal einen Weg zu finden. Ich war in einem schlechten Zustand. Ja, milde ausgedrückt. Muss da draußen hart gewesen sein, für euch zwei. Ja. Ich wollte dir aber keine Angst machen. Ich war nur vorsichtig. Tut mir leid, wenn es falsch rüberkam. Aber jetzt bist du sicher. Dein Freund auch. Nee. Komm, gehen wir zu deinem Jungen. Okay, also die wirken erstmal recht korrekt erstmal auf mich. Besonders der stumme Junge. Der sieht so unschuldig aus. Aber der wird nachher so faustdick hinter den Ohren haben wahrscheinlich. Ich will auch einen Bogen. Ja, das wollen wir alle, Bayona, das wollen wir alle. So, wo ist denn jetzt AJ? Okay, ist also so eine richtige Gemeinschaft. Cool. Ihr habt also da draußen eine ganze Weile überlebt. Ja, wir sind schon lange unterwegs. Du weißt dann wohl, wie du klarkommst. Man trifft selten jemanden in unserem Alter allein in der Wildnis. Kann mir kaum vorstellen, wie das gewesen sein muss. Klar, ich tue, was ich kann. Egal was. Quäl dich deswegen nicht. Wir alle tun, was wir müssen. Ganz kurz mal. Ich muss ganz kurz hier mal an einer Stelle intervenieren. Bevor jetzt irgendwie das... Es mutet so an. Es könnte so anmuten, dass sich im Laufe der Kapitel eventuell da eine Romanze entwickelt. Da bin ich strikt dagegen. Da bin ich strikt dagegen, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich väterliche Gefühle für Clementine. Ich möchte nicht, dass hier irgendwie irgend so ein Kiefer Sutherland für Arme seine dreckigen Finger da rumwurschtelt. Nur, dass ich das mal kurz gesagt habe. Das muss nicht so sein, aber... Ich möchte es schon vorher gesagt haben. Gut, dass wir dich rechtzeitig gefunden haben. Es war nicht leicht, euch beide aus dem Wrack zu ziehen. Und da kamen Beißer. Ist das Auto Schrott? Ja. Verdammt. Musste schnell sein. Hab ich. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn wir den Rauch nicht gesehen hätten. Danke. Ganz allein mit dem Jungen? Oh Gott. Keine schöne Vorstellung. Willst du ehrlich? Ich hab schon übles Zeug. Na komm, wir machen mal die. Ich glaube, das ist ein bisschen. Hallo? Schwierig aus. Ja, dachte ich mir schon. Okay. Was ist mit ihm los? Du bist neu hier. Ihm? Wir haben sowas wie dich noch nie gesehen. Wieso? Was heißt sowas wie mich? Was soll das heißen? Wo sind wir hier? Du hast sicher gemerkt, dass das mal eine Schule war. Jetzt ist es, was immer wir wollen. Wer hat hier das Sagen? Der T-Shirt. Tja. Ach, sitzt da oben an der Fahne. Klingt sicher komisch. Ein Kind, das auf Kinder aufpasst. Aber wir kommen gut zurecht. So, haben wir jetzt ein bisschen Nimmerland, oder was? Eine gute Verteidigung. Kaufe ich dir nicht und ab. Und eine gute Lage. Es verirrt sich kaum noch jemand hierher. Wir haben das perfekte Lager aufgebaut.
Kinder sind hier sicher. Wir kümmern uns um sie. Gar keine Erwachsenen? Es war nicht immer so wie jetzt. Leute gehen, sterben. Da oben der T-Shirt. Ich habe etwas aufgebaut, das einigermaßen funktioniert. Oh. Dann heiße ich dich hiermit offiziell willkommen. Im Erickson-Internat für Sorgenkinder. Die Beschreibung dürfte auf dich und deinen Jungen ziemlich gut zutreffen. Okay. Ist verdammt hart, so lange zu überleben ohne Sorgen. Hey, ich sind Engel. Es war nicht immer so. Es war nicht immer so. Ich war sehr mutig, bevor die Welt den Bach runterging. Ja. Hab seitdem eine Menge Ärger gemacht. Wir mussten schnell erwachsen werden. Das gilt erst recht für deinen Jungen. Er hat uns ziemlich terrorisiert. Ach, wie bitte? Sagen wir einfach, dass er ohne dich ziemlich unglücklich war. Extrem. Hey, Marlin! Weiß am Zaun! Mist, ich muss mich darum kümmern. Wie ich Willy kenne, sind es zwei Beißer-Omas und ein wütendes Eichhörnchen. Gibt Schlimmeres. Der Junge ist drin, bei Louis, glaube ich. Louis? Ja, stimmt. Geh einfach nur der Musik nach, dann findest du ihn. Louis. Komm in die Gänge, Willy! Wo ist deine verdammte Waffe? Jetzt muss man mal sagen, irgendwie sind halt schon relativ gefährdet, irgendwie, wenn jetzt hier wirklich mal so eine Gruppe Erwachsener kommt irgendwie. Das, ich meine, du hast hier eine Horde Kinder. Die nehmen das hier ein, das so schnell kannst du ja nicht gucken. Also vielleicht haben sie alle Faustdeck hinter den Ohren und überall sind fette Fallen und alles ist total krass. Aber, birgt jetzt erstmal ein relativ hohes Risiko in meinen Augen. Okay. So, immer der Musik nach. Und, Resident Evil Flashbacks hier plötzlich. Finde AJ. Oh, jetzt mal ein bisschen leiser hier, überschreit ein bisschen. Nein, die Musik scheint aus diesem Stockwerk zu kommen. Deswegen gehe ich weg. So, wo haben wir denn hier eine Tür? Gehen wir hier mal durch. Oh, warte mal. Hier ist die Urkunde. Magister Archium. Magister Magne Archis. Juris Doctorate Archai. Das habe ich lange für diese Titel geübt und studiert. Oh, so, hier haben wir Feuerlöscher. Und was ist das? Betrachte das Gerümpel. Was machen wir? Hier ist Schluss. Wo kommt die Musik her? Na denn wahrscheinlich aus dem anderen Gang, würde ich mal sagen. Wir gehen da mal hin. Wir gehen mal schnell hin. Du kleiner Mistkerl! Wer bist denn du? Hey! Hey! Bist du auch endlich wach? Der Knirps hat mich gebissen! Er hat Glück, dass ich ihm keins übergebraten habe. Hat fast ein Stück abgebissen. Oh, es tut verdammt weh. Oh, so, wir wollen mal versuchen, erstmal die Wellen. Er spielt manchmal verrückt. Flach zu halten hier. Durchgemacht. Ja, haben wir alle. Und wir fangen trotzdem nicht an, euch zu beißen. Der Junge soll mal Respekt lernen. Der Junge soll mal Respekt lernen. Nee. Wirst du schon verdient haben. Blöde Kuh. Außerdem hat AJ bestimmt Hunger gehabt. So, wer bist du? Das Lächeln gefällt mir auch nicht. Mem. Ich hoffe, das galt AJ. Dir geht's gut. Nicht dem sensiblen Musikertypen da. Du musst ja aufhören, wie ein Schießhund. Was ist hier los? Ja, sag mal. Ich hatte Angst, du. Komm, wir kitzeln. Dir geht's gut. Weißt du, was du bist? Was? Kitzlig. So kann er bitte aufhören mit Klavierspielen, das ist wirklich aber eine fiese Frequenz irgendwie. Das Mädchen sagt, du hättest sie gebissen. Stimmt das? Du darfst sowas nicht, Kleiner. Die haben uns geholfen. Tut mir leid, sie hat sich angeschlichen. Egal, hör auf zu beißen. Kein Beißen mehr. Du bist doch nicht tot. Gut. Ich hab auf deinen Kleinen aufgepasst. Oh nein, das Spiel von alleine weiter. Wie bitte? Ich hab auf AJ aufgepasst. Danke. Danke. Weiß ich zu schätzen. Kein Problem. Naja, nicht kein Problem. Er war etwas anstrengend. Aber ich hatte noch Glück, im Gegensatz zu Ruby. AJ mag es nicht, wenn sich Leute anschleichen. Mach das niemals. Geht klar, kleiner Mann.
Aber zum Glück konnte ich ihn mit meiner wunderschönen Musik beruhigen. Ja, du. Super Typ. Super Typ. Können wir gehen? Ich möchte jetzt gehen. Clementine. Oh, stimmt. Ganz vergessen. Marlon hat eure Tasche hier gelassen. Keine Sorge, ich mach schon. Bianca! Dankeschön, Verrückte, für den Sub. Vielen Dank! Hi! Da ist ja unsere Mütze, endlich. Ach, tu doch nicht so, als wenn du spielst. Also. Ja, was ist... Ja? Weiß er auch, was das ist? Ist dreckig. Mach sie sauber. Später vielleicht. Rein da. Wo sie hingehört. Hältst du das für eine gute Idee? Das Ding ist größer als er. Meine Waffe, meine Regeln. Ist die Waffe geladen? Er schießt besser als du. Oh, gut. Er schießt besser als du, das garantiere ich dir. Hey. Naja, mach wie ihr denkt. Kennst du noch andere Lieder? Tja, eins noch, aber du bist bewaffnet. Sag mal, kann es sein, hat sich das Spiel jetzt einfach verschluckt? Oder ist es... Also, sollte vielleicht der Song einfach aufhören, wenn er aufhört zu spielen, oder... Stimmt. Laut ist schlecht. Nicht immer. Drück diese Taste. Na komm. Ich glaube, das Klavier sollte jetzt ja nicht mehr spielen. Ich glaube, das Spiel hat sich einfach verschluckt. Das ist... Komm, versuch mal. Schön. Was? Nein. 257, danke für den Sub. Verrückter Teufelskerl. Danke dir. Jetzt drück die hier. Boah, wir haben jetzt hier einen Hype-Train. Das kann man doch nie einen Hype-Train gehabt hier. Okay. Nein, scheiße. Wir haben da draußen ein kleines Problem. Ich frage nur ungern, du bist ja noch neu hier. Aber wir könnten Hilfe gebrauchen. Hast du Lust, ein paar Meister zu machen? Okay. Lucy im Chat schreibt gerade, normalerweise sollte die Musik jetzt ja nicht mehr spielen. Okay. Willkommen bei Benny und Steve. Wir kriegen jedes Spiel in den Arsch. Schön. Oh, großartig. Das läuft ja gut. Rosie! Es spielt immer noch. Oh Gott, jetzt spielt die Angst seit Deutsch. Hast du ihr ihre Waffe gegeben? Oh, danke. Gut. Du musst es für uns benutzen. Draußen ist eine Gruppe Jäger, die wieder reinkommen will. Die braucht unsere Hilfe, den Weg freizuräumen. In den letzten paar Tagen sind mehr unterwegs als sonst. Fast als ob etwas ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Wie zum Beispiel, eine Explosion oder ein Autounfall. Oder einfach nicht enden wollende Klavierstück. Maybe. Ich sag's ja nur. Vielleicht. Irgendeine Erklärung muss es geben. Ja, tut mir leid. Also, ich wusste ja nicht, dass das passieren würde. Ich hab geträumt. Tut mir leid, wenn ihr deshalb Probleme habt. Hallo, Clementine. Ich bin Violet. Sehr erfreut. Du hast's gehört. Violet. Okay, Jungs und Mädels, sie kommen. Dann los. Seid draußen vorsichtig. Er erinnert mich wirklich stark an Kiefer Sutherland. In Lost Boys. Herz. Wirklich. Ach das? So, Lucy das für Arme? Das ist ein Stuhlbein. Ich nenne es Holzi. Das ist doch kein Stuhlbein, das ist ein Tischbein. Was soll denn für ein Stuhl sein? Ich bitte dich, so albern. Claire, ich will helfen. Du musst für mich aufpassen. Ruf heraus, wenn du was siehst, ja? Okay. Wir sehen uns nachher. Okay, haben wir denn überhaupt eine Waffe? Wir haben jetzt nicht nur hoffentlich diesen kleinen hässlichen Spachtel dabei. Jawohl, wir haben unser Messer. Stimmt, wir haben unseren Rucksack wieder. Oh, hallo, das ist aber schön dabei. Clem, Monster! Töte die Weißer. So, dann kommt mal ran, Männer. Mal gucken, ob ich's schaffe. So, okay, den ersten hätten wir und den zweiten nehmen wir gleich so. Interessant, dass beim zweiten Mal immer
Quicktime-Coup hier drücke, losgeht. Brauchst du noch. Guck zu, dann kannst du was lernen. Okay, zu. Hey, zeig mal. Hier drüben! Wir hatten das Ding angehoben, ey. Du, geht mal mit einem Beißer um. Dieses Gebiet ist mit lauter Fallen für diese Rindviecher präpariert. Halt nach ihnen Ausschau, sie sind alle markiert. Okay, na dann. Ah, schade, schade, schade. Okay, okay, let's do it. Smash! So, das war gut. Das war gut, komm mal mit. Wo denn? Von hinten, oder? So. Hoppi, hoppi! So, das ist natürlich böse Punkt. Schade. Jetzt kommt der Engel natürlich nach da. Ja, ja, ich weiß. Bin ich schon dabei? Ja, renn. So, und zack. Keine Weiße an der Nähe. Echt jetzt? Ja. Okay, nicht cool, nicht cool. Ja, das... das läuft ja gut. Dieses Gebiet ist mit lauter Fallen für diese Rindviecher präpariert. Halt nach ihnen Ausschau, sie sind alle markiert. Okay, los, komm mal. Ist er da? Ist er da? Stirb qualvoll. Okay, der Weg nach da, der war blöd. Muss mal so den Tüdiger versuchen. Zack. Hab ich mal kurz Ruhe. Ja, komm, das war ich dir hochzumelden. So, den letzten, den will ich aber steinigen. Das ist mein Bedürfnis. So, komm mal hier. Los. Einmal möchte ich auf jeden Fall hier. So, wo kommt denn hier der Klops runter? Oh, schön. Keine Base an der Nähe, das ist schade. Die sind doch echt langsam, ey. So, komm mit. Oh, los, schnell. Ist das der von da? Ja, das ist der von da. Was? Wir stehen in einer blöden Position, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt aber. Ja, hier. Jawoll! Scheint es bei Ihnen noch alles dran. Uncool. Los, gehen wir Ihnen entgegen. Oh, noch mehr. Das ist schlecht. Okay, dann kommt mal her. Vielleicht schaffe ich ja mehr auf einmal. Jawoll! So, die sind mir zu viel. Müssen wir ein bisschen mehr separieren. Clemmy, du bist jetzt aber auch nicht die schnellste gerade irgendwie. Ich halte schon Shift gedrückt. Sie rennt schon, quasi. Na, die sind jetzt schön zu dritt. Das ist nicht so gut. Wenn ich jetzt darüber gehe, das wird wahrscheinlich blöd. Aber war wahrscheinlich bloß einer, ne? Ja, leider. Schade. Schade. So, wir haben auch, glaube ich, keine Fallen mehr übrig, wa? So, okay, wie kriegt die jetzt auseinander, gepuzzelt? So, zusammen ist blöd. Ist aber auch schön, so schön entspannt. Oh, na ja, komm, hier nach Waldspaziergang. So. Stirb! Ah, und da hast du! Und ich mach weg schnell! Ja, und da, und hier hast du! Nimm dieses Messer! Ah, jetzt mal dieses ins Auge, Alter. Jetzt. Oh Gott. Jo, hier drüben! Ach, wo wart ihr denn plötzlich alle? Gutes Timing. Sehr viel länger können wir sie nicht abwehren. So, was hast allerdings, du da? Wo kommen all die Beißer bloß her? Wir reden darüber, wenn wir sicher hinterm Tor sind. Haltet Ausschau nach Nachzüglern. Weißt du, du bist gar nicht so übel, angesichts der Umstände und so. Oh, danke. Wollte gerade sagen, was sagt man auf so was? Danke. Den Rest. Wir wollen ja nicht, dass sie noch mehr Beißer zur Schule locken. Okay, gut. Die sehen aber auch schon wirklich sehr verwest aus, irgendwie. So angepinnt. So, wer bist du? Hinter dir! Hinter dir! Hast du das? Nein! Schnell!
neue Kugel. Los! Oh, was ist das? Schnuseliesel! Eieiei. Schnusebesel, mach mal locker, entspann dich ein bisschen, mein Kleiner. Hey, ist doch gut. Du Kleiner, ihr freundet euch langsam an, Rosie und du. Rosie? Ich hatte mal eine schlechte Erfahrung mit einem Hund. Ja, Rosie kann dir helfen, drüber wegzukommen. Sie ist echt knuddelig. Ja. Yep. Außer, wenn sie Beißer in Stücke reißt. Oh, fies doch bitte Ohren, ey. Finde ich echt nicht cool, wenn ihr mit den Hunden Ohren machen. Der Beißer kam aus dem Nichts. So, der Spaß ist vorbei. Gehen wir rein. Oh, ich bin einfach hungern. Ja, der Hund nicht mehr. Nicht nur du. Ein schönes dicke Ding. Was meinst du, wie es war? Sei lieb, Asim. In der Sicherheitszone ist fast nichts mehr. Es reicht kaum für heute. Wir müssen weiter auskundschaften, wenn wir Essen für den Winter wollen. Wir reden später darüber. Nichts da. Wir sollten sofort darüber reden. Verdammt, ich hab's später gesagt. Ich spüre Spannungen. Ah, du hast es geschafft. Der Auftritt hat eine 2+ verdient, Vi. Du warst schon besser. Leck mich. Dann halt eine 2-. Aber Clem hier, eine solide 1. 1+. Mhm, okay. Sei nicht eifersüchtig, Vi. Steh drüber. Du warst eine Wucht, Violet. 1A. Ich weiß. Wir müssen erstmal hier ein bisschen. Wir müssen uns ein paar Freunde machen hier. Ja, coole Ding. Der Kleine. Die Kleine. Rosi. So, okay. Also, Nahrung ist auch hier knapp. Und die Wege werden immer weiter. Also, es wird. Früher oder später wird das halt einfach zu Spannung führen. Was die Monster angeht. Hey, Leute. Das Essen ist fast. Hey, ohne. Oh, Klötenkick. AJ. Es tut mir leid. Das so passiert manchmal. Ein nervöser kleiner Kerl. Wirst du es überleben? Ich denke schon. Ja. Hör mal, er kann Leute nicht in die, du weißt schon, schlagen und dann mit ihnen zusammen essen wollen. Ich rede mit ihm. Hey. Hey, was guckst du dir da wirklich an? Was macht der Vogel da? Oh. Das ist eklig. Er soll aufhören. Ja, es ist halt ein Aasfresser, ne? Der überlebt. Er macht das Gleiche wie wir. Überleben. Aber wir essen keine Monster. Aber wenn wir es könnten, würden wir es tun. Ich nicht. Wenn du meinst. Ich nicht. Eklig. Ich wollte ihn nicht hauen. Ich wusste nicht, dass es Marvin war. Marlon. Stimmt. AJ, die werden dir bestimmt verzeihen. Wir sollten mit ihnen reden. Aber sie mögen mich nicht. Ich kann es spüren. Hau sie einfach nicht. Sie kennen dich nur nicht und wir können es ihnen beweisen. Hau sie einfach nicht. Na dann, versuch einfach, sie nicht zu hauen. Oder zu beißen. Er hat sich angeschlichen. Hör zu, AJ. Wir haben seit Tagen nichts gegessen. Das Auto ist weg. Und auf der anderen Seite dieser Mauern sind Beißer. Willst du wirklich wieder da raus? Nein. Also entschuldigen wir uns bei Marlon. Gleich jetzt? Wir sollten unseren Mut zusammennehmen. Reden wir erst mit den anderen. Marlon, Marlon, Marlon. Er ist ein Riesenarsch. So, reden wir erstmal mit den anderen. Wir werden erstmal die Niki-Fahne hissen. Betrachte den Fahnenmast. Ich weiß nicht, ob der jemand Treue schwört. Doch, das ist das verschwitzte Spinal Tap-Shirt von 67. So! Ach, erstmal mit ihr. Nicht die! Da ist das Mädchen, das ich gebissen habe. Ja, das ist, und da drüben ist der Typ, den ihr hauen hast. Die wird ein bisschen eng jetzt hier. Um mich zu entschuldigen? Ja, ist ein guter Vorschlag, AJ. So machen wir das. Sie macht mir Angst. Sie ist immer wütend. Naja, so wütend sieht sie jetzt nicht aus, AJ. Mach es ganz harmlos jetzt aus. Trag dick auf. Fang mit deinem Witz an. Sag ihr, dass du Angst hattest. Sag ihr, warum du es getan hast. Genau. Wegen meinem
Problem? Ja, du musst dich deshalb nicht schämen. Sei einfach ehrlich. Los, kleiner Mann. Du schaffst das. Ja? Tut mir leid mit dem Beißen. Das mache ich, wenn ich Angst habe. Ich wollte das nicht, aber ich hatte Angst und es tut mir leid. Ich hoffe, dein Finger ist okay. Ach, Zwerg. Ist schon okay. Wir alle spielen etwas verrückt, wenn wir Angst haben. Danke, dass du dich ehrlich entschuldigt hast. Und schon wirkt sie total sympathisch irgendwie. Ruby. Okay. Sie hat AJs Entschuldigung, akzeptiert. Das ist gut. So, mit wem unterhalten wir uns jetzt? So, da hinten nichts. So, wer ist sie nochmal? Oh, geh zu Ruby. Geh zu Ruby. Marlin und Freundin. Aha. Ich kann nicht. Noch nicht. Okay. Es ist noch zu frisch. Reden wir mit jemand anderem. Ach, so eine kleine Diva, Alter. Nein, es geht noch nicht. Okay, komm, wir reden mit jemand anders. So. Asim. Hallo. Ach, hallo. Ihr seid Clementine, nicht wahr? Ja. Ja, richtig. Du bist Asim. Was schreibst du denn? Was heute geschehen ist. Ich halte alles fest. Oh. Wie in einem Tagebuch? Ein Chronist? Ich betrachte es eher als Historie. Die nicht aus der Vergangenheit lernen und so. Du schienst vorhin echt wütend auf Marlin zu sein. Er reduziert die Sicherheitszone immer weiter. Wir haben immer weniger Orte zum Jagen. Was bedeutet, dass wir auch immer weniger zu essen haben. Ja, ist halt schwierig, ne? Du musst halt immer irgendwie das Mittelmaß finden, ne? Also du brauchst Essen, aber du musst halt auch gucken, dass deine Leute halt in Sicherheit sind. Hey, halt die Klappe. Das darfst du nicht lesen, Kleiner. Warum nicht? Gib es her. Ich denke, es... Es lag doch hier. Na und? Na, es lag doch hier. Okay, gib's zurück. AJ, gib es ihm zurück. Okay. Das gleich mal mit Asim auch gleich versauen. Das Ding ist die einzige Möglichkeit, mal ungestört zu sein. Das muss ich mir erhalten, versteht ihr? Ja, ich bin froh, dass wir sein Privatleben respektiert haben. Tja, ich will ja nicht unhöflich sein, aber... Geht jetzt weg. Ciao. Okay, gut, wir gehen. Rosi! Schnusepesel! So, gibt's hier noch jemanden? Hier drüben. Oh, gehen wir mal hier zum... Oh, nee, nicht der Klavier-Heini. Nicht, dass wir den ansprechen und die Klaviermucke geht wieder los. Ja, es riecht nach Rosmarin, Zitronengras... So, Rui. Hey, Leute. Clem, AJ, das ist Omar. Pardon, Omar der Koch. Omar Hallo, der Koch? Nein, es ist noch nicht fertig. Omar ist Perfektionist. Wenn der Geschmack etwas daneben ist, muffelt er eine Woche lang. Man hat die Wahl, essen oder gut essen. Man braucht nur etwas Geduld. Ich sag euch Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, that's true. Okay, gut. Und dann haben wir hier noch, was ist hier? Ist hier die Kuschelcouch? Wer seid ihr? Achso, hier ist nochmal wie? Mitch? Nee, Mitch und Willi. Hey. Hey, du bist neu. Bin ich. Ich schnitze eine Waffe. Aus dem Knochen? Ja, das sehe ich. Das machst du gut. Gefällt dir das, Kleiner? Willst du was Cooles sehen? Ich will es sehen. Cool, gute Schnitten. So poliert man Monstern die Fresse. Du fluchst. Tut mir leid. AJ brachte Mitch und Willi zum Lachen. Das ist schon mal eine gute Basis. So, wollen wir es jetzt nochmal probieren bei Marvin? Marlin? So, da hinten ist noch eine Fackel. Sollten wir da nochmal... Schläft da jemand? Finden wir da irgendwas? Warum ist sonst da so ein helles... Oh, wer sind denn die? Ach, da hinten ist wie? Hey, Leute. Okay, wer liegt hier begraben? Was ist das? Freunde. Unser Friedhof. Unsere Klassenehre. Ihr habt es noch nicht aufgegeben? Naja, nicht ganz. Wer ist hier begraben? Eigentlich niemand. Hier haben wir die Sachen von Tens Schwestern vergraben. Minerva und Sophie. Okay. Zwillinge. Wir haben sie vor etwa einem Jahr verloren. Wir ehren sie. Sollten wir das auch tun? Ja. Vielleicht? Gute Idee. Ja, das wäre wirklich nett, AJ. Komm. Wir zollen unseren Respekt. Oh,
Violet sieht schon echt fertig aus, ey. Danke. Gezeichnet, also klar. Ken sieht natürlich noch ein bisschen schärfer aus. Aber voller Sorgen. So, Clem. Na denn. Ja? Wollen wir uns mal entschuldigen? Ich kann jetzt. Mit Marlin reden. Okay. Yes. Also es tut mir leid, wirklich. Ich kann noch nicht mit ihm sprechen. Es ist doch so. Lass es noch verschorfen. Okay, so, na denn. Einfach mal das Gespräch anfangen, Sonne. Und wie geht's den Klöten? So, Entschuldigung. Oh. Clementine, nicht wahr? Ich bin Brody. Er ist ein süßer, kleiner Kerl. Ja, ist er. Da draußen gibt es nicht mehr viel, was süß ist. Das von Natur aus gut. Er ist von Natur aus gut. Ich hatte nur Glück. Er ist von Natur aus gut. Von Natur aus gut. Das ist selten. Los, sag was, AJ. Entschuldigung fürs Hauen. Können wir bitte hier bleiben und Abendessen und nicht draußen in den Wald gehen und von Monstern gefressen werden? Halb so wild, Kleiner. Du kannst es wieder gut machen, wenn du mir deine Schlagtechnik beibringst. Hast ganz schön Wumms. Hey Clem! AJ! Essen ist fertig! Also Kat, ihr habt euch doch euer Abendessen verdient. Trotzdem nochmal Zeit, dir kurz die Schlagtechnik kurz zu zeigen. Mehr für uns zum Essen übrig. Oh, ist das aber auch... Komm, jetzt setzt euch doch wenigstens mal alle an den Tisch. Was soll denn diese Separiere, Alter? Ist doch jetzt nicht so, dass da nicht nur genug Platz ist. Ist ja wie in der Schule. Meine Damen und Herren, das Essen ist serviert. Danke. Wow. Ich weiß nicht, wann wir zuletzt was, haben wir was Warmes gegessen haben. Das ist echt lecker. Okay. Und alle. Also wirklich. Hey, langsam. Mach langsam, AJ, sonst erstickst du noch. Die Schale ist leer. Wozu jetzt der Löffel? Wozu der Löffel? Auch wenn alles den Bach runtergeht, kann man doch Manieren haben. Ich sag mal gute Nacht. Gute Nacht. Oh, da ist noch eine Schüssel übrig da, wie ich sehe. Clem. Oh, tut mir leid, Kleiner. Sie haben sicher so viel gegeben, wie sie konnten. AJ, hey. Ich bin satt, Kleiner. Du kannst es haben. Ja, tun ihm. Wirklich? Claro. Ich bin fertig. Du brauchst dir aber ernst einbilden, dass das dir irgendwas bringt, Freundchen. Mhm. Du kannst dir nicht pumpen. Ich auch. Und jetzt? Hör zu. Es wird Zeit für etwas sehr Wichtiges. Oh Gott. Gute Nacht. Violet, es ist soweit.